geschlossen. Tja, dann gehen wir halt wieder. Nein, natürlich nicht. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, schauen wir erstmal auf der anderen Seite nach, ob irgendwas zu plündern ist. Ah, sieht schlecht aus. Die Leute ja vorher, bevor sie hier hin sind, auf Höhenangst getestet werden. So was Nettes. Wir haben immer kein Geld. Irgendwie sollte ich das unterlassen. Irgendwie frisst einen das ganze Salz auf. Reicht das? Ja. An Häftlingen getestete Produkte für ihre Sicherheit. Hat aber ganz schön lange Bereich verlassen. Monument Tower. Die können sich auch mal einen anderen Ladescreen einfallen lassen. Nicht nur das Bild in der Mitte ändern, das wird auf die Dauer ziemlich langweilig, Jungs. Und die Musik sowieso. Monument Island. Da ist es. Monument Island. Finde das Mädchen. Möchte bloß wissen, wieso man sie hier entsperrt. Weil hier eher geschlossen ist? Ja, das finden wir eh noch raus. Okay. Ja, zum Glück wissen wir ja, dass wir darüber kommen. Fehlt da nicht Gras? Das sieht aber ziemlich scheiße aus. Naja. Wahrscheinlich, wenn man da eh nicht hinguckt, normalerweise. Wahrscheinlich zu wenige weibliche Spiele. Die Kerle achten wohl weniger auf Details. Hallo? Geld! Portemonnaie und ein Voxophon. Ich schätze, selbst in einer gesicherten Abteilung brauchen die weißen Jungs einen, der die Böden schrubbt. Diese ganzen Politiker und Wissenschaftler achten nicht darauf, was sie in meiner Gegenwart sagen, weil ich ja nur ein dummer Farbiger bin. Aber ich merke, dass sie eine Höllenangst haben vor dem Ding, das sie da oben eingesperrt haben. Ja? Sie haben einen Tiger am Schwanz gepackt und jetzt wissen sie nicht, ob sie ihn festhalten sollen oder weglaufen. Testsubjekt ist gefährlich. Reden aber nicht von dem Kleinen, oder? Von der Kleinen. Was ist das? Offenbar haben sie festgehalten, wie groß sie ist, mit welch vielen Jahren. Wieso auch immer. Ja, so. ...72 Stunden. Nicht mit dem Testsubjekt sprechen. Bitte, was für ein Labor. Hebelbetätigung. Wo soll die wohl gut sein? No, dann. Okay, muss ich das verstehen? Hm.
Sonst ist ja aber nichts, oder? Nee. Na ne, Musik. Kein Film. Offenbar hat sie schon früh gelernt, Schlösser zu knacken. Oder hat sie zumindest versucht. Codes entziffern? Der Eiffelturm. Was man jetzt wunderbar hören kann. Tanzen. Gut. Gut, wenn man so wenig Besuch empfängt, dann hat man viel Zeit für jedes mögliche Freizeitbeschäftigung. Alter, voll die Stalker hier. Die beobachten sie. Sowas von, mein Freund. Ist sie offen? Charlotte? Verdammt, was machen die mit ihr? Der Stuhl kommt mir doch bekannt vor. Puh. Luxophon. Hey, Mr. Thompson, ich habe wie verlangt die gesamten Batteriesicherungen ausgetauscht und die Lichter funktionierten alle letzte Nacht? Jetzt geht's wieder los. Wir verbraten in letzter Zeit kartonweise Sicherung nur für den Zimpern allein. Ich kann nicht. Oh Gott. Oh, oh. Da passiert irgendwas. Was? Ah! Oh ja, yeah. Der Arme. Oh. Seine Zukunft vorzustellen ist eine Sache. Sie zu sehen ist eine andere. Denn ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber Elizabeth wird diese Saat aussehen, nicht ich. Ich werde fallen, bevor die Aufgabe erfüllt ist. Doch sie wird meine Rolle übernehmen. Der Herr ruft mich zu sich. Ich spüre seine Liebe in jedem meiner Tumoren. Denn sie sind das Schiff, das mich in seinen Hafen bringen wird. Und ich trete freudig ab, da ich weiß, dass Elizabeth meinen Platz auf Erden einnimmt. Doch der falsche Hirte kommt und führt meine Herde auf Abwege. Ich besteige das Schiff erst, wenn sie sicher ist vor seinen Täuschungen. Ist die am Singen? Okay, was auch immer das ist. Das macht mir ein wenig Angst. Push the button. Bam. Dum da 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 dum dum da da. Ne? Da. Sind wir denn jetzt?
Testsubjektbeobachtung. Ah, hier hat sie diese Codes entziffert. Alter Schwede, sind das viele? Hier schläft sie? Spielt Musik. Im Kleiderraum. Da müssen wir hin. Du weißt schon, was man in einem Umkleideraum macht, Booker. Da wollen wir nicht wirklich hin. Aber gut, wenn das Spiel uns dazu zwingt. Los! Mit Kamera. Ich glaube, es geht los hier. Es ist sie. No. Schon wieder der Eiffelturm. Ich glaube, sie hat eine Faszination für Paris. Aber woher kennt sie Paris? Ich dachte, sie ist hier geboren und hier aufgewachsen. Nun geht sie essen. Dann gehen wir mal mit. Los, mal rauf. Essen. Na nö. Oh, was ist? Oh. Den Titel gesehen vom Kino, müsst ihr mal drauf achten. Fällt das auch schon unter Werbung? Ich will aber da lang. Ach Mann. Was nun? Dieser Job wird immer mieser. Na, es geht. Es gibt mieseres Voxophon. Ja. Was macht dieses Mädchen so anders? Ich vermute, es hat weniger damit zu tun, was sie ist, als damit, was sie nicht ist. Ein kleiner Teil von ihr bleibt dort, wo sie herkam. Es scheint, das Universum mag keine Vermischungen. Mit Vermischung kann man jetzt auch andere Sachen denken. Wobei, war das nicht die Frau, die vom Anfang war, mit Kopf oder Zahl? Wobei, die sehen eh alle gleich aus. Nicht. Hallo. Mädchen. Mist. Ja, das haben wir jetzt auch ohne das Ding schon festgestellt. Oh. Heilige Scheiße. Okay, ich schaff das. Wir finden uns in der Statue, beziehungsweise gerade da draußen. Wow. Tür zu. Danke. Wo sind wir jetzt? Was ist das? Oh! Nein! Oh Gott! Hallo! Hey! Schluss! Willst du mal aufhören? Hörst du jetzt auf? Ich tue dir doch nichts! Wer sind Sie? Mein Name ist DeWitt. Ich bin dein Freund. Ich soll dich hier rausholen. Gehen Sie weg!
Ziemlich echt sogar. Kommt. Sie müssen gehen. Warum? Er darf sie auf keinen Fall hier sehen. Kleinen Moment noch, ich zieh mich gerade an. Ich kann dich hier rausbringen. Man kommt hier nicht raus, glauben Sie mir. Ich hab's versucht. Jetzt warte doch, es reicht. Wie bist du damit? Was ist das? Damit kommen wir hier raus, nicht wahr? Was? Was soll... Geben Sie das her. Okay. So kommen wir raus. Oh.